Seit 2015 setze ich mich für Wine Moderation ein. Wine Moderation ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich bin in einer Winzerfamilie hier im Ahrtal aufgewachsen und bei uns wurde schon immer Wein moderat getrunken. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Dafür setze ich mich ein und das möchte ich unterstützen. Vor allen Dingen ist für mich Weingenuss und moderater Weingenuss und Weintrinken kein Gegensatz. Vor allen Dingen, wenn man die Zusammenhänge kennt zwischen Wein und Gesundheit. Und diese Kenntnisse und diese Erfahrungen möchte ich auch weitergeben hier an unsere Kunden. Das ist ganz wichtig. Die Weinwirtschaft muss zusammenhalten. Es gibt ja viele Bestrebungen, dass der Weingenuss eingeschränkt werden soll, dass Werbeverbote kommen sollen, dass es Auflagen geben sollte, was die Etikettierung von Weinflaschen anbetrifft. Und all diese Auflagen, diese Restriktionen gilt es zu verhindern. Und deswegen muss die Weinwirtschaft Wine Moderation unterstützen. Die Weinwirtschaft muss Mitglied werden bei dieser nationalen Kampagne. Und denn je mehr Mitglieder Wine Moderation hat, desto mehr wird die Politik auch auf Wine Moderation hören. Und die Weinwirtschaft wird dann auch mehr gehört werden. Der Nutzen von Wine Moderation für Konsumenten ist ganz klar. Wine Moderation gibt Informationen weiter über moderaten Weingenuss und über die gesundheitlichen Aspekte des Weines. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.